Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon The Enforcers. Wir haben in der letzten Folge sowohl N als auch unseren, nein anders, als auch den Arenaleiter von Duisburg besiegt. Und nun wollen wir uns aufmachen nach Astana, um den dortigen Arenaleiter herauszufordern. Nun möchte ich aber allerdings wissen, was für ein Arenaleiter das ist. Setze jetzt Feuer-Pokémon ein. Allerdings hat der erste Arenaleiter Stein, der zweite Kampf. Der dritte war jetzt mit Elektro. Also kann ich mir gut vorstellen, dass der vierte Arenaleiter Feuertypen einsetzt. Würde mich persönlich jedenfalls nicht wundern. Und vor allem möchte ich so schnell wie möglich nach Astana kommen. Obwohl Training unterwegs nicht Schaden tut. Nehme ich, sagen wir mal so, in Kauf. Auf das, was jetzt kommt. Ob wir Hikari wieder treffen? Wäre nice. Boah. Es hat Schutzschild ein. Dieses blöde Viech. Boah, kaum das eine Gras verlassen, gleich im nächsten das gleiche Viech. Komm, ich werde es mal ein bisschen origineller. No. Diesen Scheiß Schutzschild, ne? Das ist einfach nur nervig. Wenn es so weitergeht, boah. Wenn es so weitergeht, dann könnte sich nicht jetzt so weiterentwickeln. Ich überlege sowieso gerade. Den Arenaleiter in oh Gott, wie nennt sich die Stadt jetzt? Die erste Stadt, wo wir, die wir erreicht haben, wo es eine Arena gibt. Dort kommen wir ja erst hin, wenn wir mindestens 4 Orden besitzen. Du blödes Mikro, weißt du was? Bleib einfach da, wo du bist. Nein, zurück zu diesem Arenaleiter. Wie zur Hölle sollen wir denn von Duisburg oder wo aus auch immer dorthin zurückgelangen? Das ist ja an sich gar nicht so weit möglich, so wie ich das gesehen habe. Da bin ich ja mal echt gespannt. Das vorhaben. Warte mal. Pabinella muss auch noch ein paar Level höher. Zumindest erstmal eins reicht erstmal. Da rennt die Idee. Ja, setz dich dann ruckzuck rein. Dunkel. Es wird Nacht. Obwohl hätte ich auch außen. Ups. Außen rumlaufen können. Ich hab Schluck auf. Irgendwas leicht, oder? Das sind nur komische Aufstöße. Ah, es läuft doch. Läuft. Ich habe keinen Bock, die ganze Folge nur damit zu verbringen, nach Astana wieder zu bauen. Aber, naja.
von Minuten sind gerade um. Könnte noch was werden, dass wir es heute noch schaffen. Aber ich muss auch gegen jedes Programm kämpfen. Gegen jedes! Oh, das zieht gut ab. Haha, Alter, wir kriegen daneben. Das war, glaube ich, etwas, was es nicht mehr brauchte. Jo. Dann weg damit. Boah. Ich habe nichts dagegen, dass ich trainiere, aber es muss nun wirklich nicht jeder vierte Schritt sein. Naja. Oha, das zieht doch schon ein bisschen ab. Ja. Nur damit du eher angreifen kannst, ne? Du blödes Vieh. Ah, dann lass mich doch mal hier durch dieses verdammte scheiß Gasfeld. Wenn er jetzt drauf gekommen ist, können wir ja nun auch nicht was für. Boah. So. War ja nur eine Frage der Zeit, bis wir mal wieder angegriffen werden. Oh, ein Illumisie. Aha, war das schon. Noch würde, wenn wir es grundsätzlich wieder machen. Grundlegend. Boah, dafür 396, naja. Pokémon Center. Ich muss jetzt Pokémon Center. Wo ist es? Wo ist es? Da. So langsam könnte es mal Tag werden, ne? Hätte ich ja nichts dagegen. Aber so wie ich das sehe, bleibt es erstmal Nacht. Alles klar. Noch werden wir Hikari nicht wiedersehen. Diese Arena gibt einem das Gefühl, sich zu verbrennen. Also das glaube ich gerne. Gut. Das heißt, Bidifass ist hier vom Vorteil. Überrascht, so eine Arena mal zu sehen. In der Tat. Alter Junge, wo habt ihr die Lava hier? In der Tat. Feuertyp. Definitiv die falsche Auswahl an Pokémon, die ich hier habe. Lol. Lol, RoffelXD, Hashtag Yomo. Ich sollte unbedingt nochmal rausgehen, mir Super Training holen. Was hat denn eine super Verteidigung, muss ich ja schon immer sagen. Ach ja. Stimmt, ja. Das muss er jetzt durch drei geteilt werden. Ein Pony da. Der Arena-Leiter wird bestimmt an die
30 bis 36 ungefähr haben. So Pi mal Daumen gerechnet. Oh, guten Schlag. Bringt nichts, mein Lieber. Boah, 406? Immerhin. Stellen wir uns mal vor, dass das Biggie fast das alleine geschafft hätte. Twitch, Reptane. Ja, Reptane und Commander müssen hochkommen. Ich hatte mir überlegt, hier schwimmen zu gehen, aber das wäre doch übertrieben, oder? Nein, wenn die Lava nicht heiß ist, dann kannst du ruhig da drin schwimmen. Muss aber so warm gemacht werden, dass man sich nicht verbrennt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich fast mal so eine hohe Verteidigung hat. Ja, setz weiter rum zur Kiefer rein. Du hast ja doch schon ganz schön was auf dem Kasten. Wenn die IFA sich diesen Surfer erhalten könnte. Muss ich jetzt eigentlich einmal komplett im Kreis rennen? Mal so ein bisschen erwartet da noch, habe ich überhaupt ein paar Tränke? Ne. Ey komm, wenn, dann will ich schon gegen dich kämpfen. Ich bin ziemlich alt, aber das entscheidet noch gar nichts. Ja. Wohl wahr. Kamauk. Also ich muss ja ungefähr recht haben. Mit dem Level. Okay, jetzt muss ich den Arena Leitbus nachher auch noch besiegen. Magma. Magma könnte eine Schwierigkeit darstellen. Könnte, muss aber. Deswegen werden wir es erstmal paralysieren, das heißt, wenn ich dazu komme. Oh, bei der Punch könnte was fehlen. Ja. Und perfekt. So soll es laufen. Entschieden ist es erst, wenn der Kampf vorüber ist. Yep. Und wie es aussieht, habe ich gewonnen. Allerdings werden wir jetzt erstmal zurückgehen und zum Pokémon heilen. Dann werden wir uns ein paar Tränke besorgen. Für den Notfall. Denn ich weiß wirklich nicht, auf was für ein Level hier ist. Und wenn wir noch Bibifass hier haben, was einigermaßen eine Wasserattacke beherrscht, so sieht es dann doch schon übel aus. Für den nächsten Patch wünschen. Online-Modi, also tauschen. Hauptsächlich tauschen. Die reichen eigentlich.
keine Belebe. Schade. Alter, Digga, das sagst du schon. Ach komm, in dem Weg zum Arena-Leiter können wir uns noch trauen. Tja, das ist ja Feuer-Fantasy, wäre ein Feuer-Pokémon wohl am eigentlich besser gewesen. Allerdings haben wir ein Feuer-Pokémon. Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid zu Pokémon The Enforcers. Um zu sehen, was diese Arena-Leiterin hier so alles drauf hat. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Und viel Spaß mit One Piece nachher. Und macht's gut, Leute. Haut rein.